So Leute, es gibt ein Announcement zu machen. Auf diesem Kanal wird es bald keine Podcasts mehr geben. Warum ist das so? Ich werde es euch erklären. Wir werden mit den Podcasts von diesem Kanal hier, vom Perkix-WWE-Kanal, rübergehen auf den Spotfight-Podcast-Kanal. Der ist frisch, der ist neu. Ab dem 1. Oktober startet das Ganze da offiziell. Es gibt aber jetzt schon Podcasts da zu hören. Jeden Donnerstag einen Countdown-Podcast, bei dem wir die Tage runterzählen, weil wir so gehypt sind auf dieses Projekt. Schaut da auf jeden Fall schon mal rein. Und da gibt es jetzt auch schon den ersten Podcast zu hören. In der Beschreibung findet ihr einmal den Link zum Kanal. Auf jeden Fall abonnieren, da verpasst ihr sonst was. Und ihr könnt auch den Podcast dann direkt anklicken. Da gibt es auch nochmal den Link in der Beschreibung. Der Spotfight Podcast wird nicht nur auf YouTube ab sofort zur Verfügung stehen, sondern auch auf iTunes und auf Spotify. Das ist unsere Neuerung. Und wir haben ein neues Team mit dabei. Natürlich sind wieder die Leute dabei, die guten alten Bekannten, wie der Tobi, der Björn. Es gibt aber noch ein paar weitere Leute in unserem Team und da freue ich mich ganz besonders drauf. Unter anderem sind zwei Wrestler mit am Start. Leute, checkt das aus. Der Spotfight Podcast, das wird richtig groß und es ist auch schon richtig groß, denn der ist ja im Endeffekt schon so halb gestartet. Richtig startet dann unser Projekt ab dem 1. Oktober, aber es lohnt sich jetzt schon zu abonnieren. Countdown ist ja schon als Format da am Start, also schaut vorbei. Spotfight generell ein Brand, den wir immer größer machen wollen. Ich bin ja der Gründer davon. Mit Tobi habe ich das jetzt hier auch mit dem Podcast aufgebaut, auch ursprünglich mit der Seite spotfight.de. Wir haben den YouTube-Kanal mit täglichen Wrestling-News, top aktuell, der aktuellste Wrestling-News-Channel in Deutschland. Und natürlich auch dabei jetzt die Podcasts, also die brauchen wir auch. Es war ja immer so das Problem, dass hier auf dem Kanal die Podcasts liefen, aber ich dann teilweise nicht konnte. Dann hat Tobi das übernommen auf dem Kanal von Perkix-WWE, obwohl er nicht Perkix-WWE ist. Das wollen wir jetzt einfach abschaffen. Ich will nicht jeden Podcast machen, ich kann auch nicht jeden Podcast machen. Ich will auch anderen Leuten die Chance dazu geben, Podcasts hier zu machen, auch von einem großen Publikum. Dem größten Wrestling-Podcast Deutschlands und einem der größten international. Und da wird es auf jeden Fall in Zukunft was richtig, richtig Krasses geben. Checkt das ab, seid mit dabei und klickt jetzt auf Abonnieren. Hört euch den Podcast in der Beschreibung an. Ganz wichtig natürlich auch, hier auf dem Kanal bleiben die Kurz-Wrestling-Videos. Also sowas wie Pro-10, Wrestler privat, die Geschichte von, das wird hier bleiben. Ich habe auch eine Abstimmung kürzlich gemacht, wo ich euch gefragt habe, wieso habt ihr diesen Kanal abonniert hauptsächlich? Der größte Teil von euch ist hier dabei wegen den Wrestling-Themen-Videos und die sollen hier natürlich auch bleiben. Für die Podcasts klickt ihr am besten rüber zum Spotfight-Podcast-Kanal. Da könnt ihr euch jetzt schon die Countdown-Episode, wie gesagt, anhören und erfahrt dort auch, wer in unserem Team mit dabei ist. Leute, ich hau rein, klickt jetzt rüber, es wird geil.